Hallo, schön, dass ihr euren Weg gefunden habt, hier zu mir in meine Klamottenkiste. Mein Name ist Tausendzungen und wir spielen Commander Keen Episode 3 Keen Must Die. Das ist mittlerweile die vierte Episode und ich glaube, ich hab's schon gesagt, oder? Na, ist ja auch egal. Zumindest ist es die vierte Episode. In der letzten haben wir zwei Level geschafft. Das eine leider nur, indem wir eine Tür geglitscht haben, weil es unmöglich war, an die Tiki-Card zu kommen. Und dies ist jetzt ein weiteres Level in einer Dreierkolonne, kleine Städte der Vortekins, durch die wir uns bewegen, auf der Suche nach dem Grand Intellect. Und wir wollen doch mal sehen, ob wir ihn hier irgendwo finden. So, das ist, ja, hat ja wunderbar geklappt. Offensichtlich bin ich heute gerade ausnahmsweise mal geschickt. Das ist ja auch mal was Nettes. Oh, pardon. Das war natürlich nicht beabsichtigt. Das auch nicht. Aber es hat Spaß gemacht. Hier sehen wir dann diese drei Level nochmal. Und rein geht's noch einmal. Schuss haben wir uns auch geholt. Vorhin. Eben, bei den Worte Ninjas. Wir haben den einen Level gerade nochmal mit dem letzten Schuss geschafft, weil ich nicht geschickt genug gewesen bin, mit dem Ankh rechtzeitig gut abzuspringen. Und hier haben wir das Leben gleich wieder wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Wenn du jetzt noch da rechts hinspringen würdest, Kumpel, super. Danke, ich liebe es, mit so freundlichen, jungen Männern zusammenzuarbeiten wie dir. Die Punkte hier sammeln wir natürlich schön ein. Wie viel bringt es eigentlich? Ja, 243.000 haben wir schon, das ist ja super. Dann wollen wir doch mal sehen, was die Zukunft für uns bereithält. Noch ein paar Tortenstücke. Die bringen übrigens, glaube ich, jeweils 500. Also sind. Die lohnen sich schon, solange man dafür nicht sein Leben riskieren muss, einzusammeln. So, was die Riegel bringen, weiß ich nicht. Habe ich auch nie nachgeguckt. Werde ich auch jetzt nicht machen. Wichtig ist doch einfach, dass es ja hier diesen Zuckerboost gibt, den Keen braucht, um erfolgreich zu sein. So, jetzt warten wir nochmal auf die Plattform. Ach, schön. Ich freue mich auch schon auf Yukis Videos, also auf Goodbye Galaxy, denn die neueren Keen-Teile, die haben ja so ihr ganz eigenes Flair. Sie sind anders als, ganz anders als diese hier. Huh, das war ja mal ein Schuss in die Tonne. Quasi. So. Und wie kleine Kinder meide ich jetzt einfach mal den Bereich dort unten. Obwohl, vielleicht gibt es hier ja so eine Keycard. Gucken wir mal. Okay. System erkannt. Ja, danke. Aber hier gibt es nur Punkte drin. Was ist. Lass mich doch bitte vorbei, mein lieber roter Freund. Meine Kumpels in Keen 4 machen es doch auch. Okay, man musste nicht hin. Schade. Wäre ganz nett gewesen. Also hier drin zu wohnen, einerseits muss es ziemlich geil sein, andererseits, nicht auf ewig. Und weitere Punkte. Noch ein Leben. Krass. Also diese Schokoriegel müssen schon einiges an Punkten bringen. Naja, mein Schaden soll es nicht sein. Da hinten ist noch ein Move, den habe ich schon gesehen. Da geht's wohl weiter. Boah, ich bin aber auch risikoliebend hier. Gut, ich erinnere mich daran, dass ich da einige Tortenstücke gesehen hatte, aber das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Da. Das könnt ihr selber machen, wenn ihr die Spiele habt. So, hier geht's hoch. Oh, ja, ganz toll. Ist gleich in den Kopf gestoßen. Ja, da unten kannst du gerne rumhotten, ist mir egal. Holen wir uns erstmal ein paar Getränkedosen. So. Und zack. Weiter hoch geht's. Ich meine, das muss doch geil sein, in sowas zu wohnen, oder? So für Kinder auf jeden Fall. Also für Erwachsene, die so ein bisschen verspielter sind, natürlich auch. Drei Leben in einem Level. Das heißt, wir haben jetzt 300.000 Punkte. Nein? Aha.
dann bin ich einfach nur doof und habe vielleicht falsch mitgezählt. Auch egal. Als Geisteswissenschaftler muss ich nicht zählen können. Da gibt es doch bestimmt irgendwie auch wieder so einen Haken bei der Sache. Nee, gut. Müsst ihr schon entschuldigen, da habe ich nicht nachgeguckt. Ich wollte natürlich die Punkte einsacken, aber das ist ja nicht so wie bei Mario, dass man, wenn man sich so fallen lässt, dann nicht vielleicht auf irgendwie was Todbringendes fällt. Da oben ist noch ein Burger. Ah, Glück gehabt. Seht ihr, sowas meine ich. Da waren jetzt keine Punkte, um uns da in die Richtung zu locken, aber trotzdem ist das natürlich ziemlich gemein. So, geschafft! Ja! Schön. Ach, das läuft echt wie im Schnürchen bei dieser Aufnahme. Ich bin immer noch begeistert, trotzdem auch vorsichtig. Lass es uns mal abspeichern. Wie viel Leben haben wir jetzt? Fast Maximum. Dann machen wir doch mit diesem Level weiter. Das könnte sich sogar lohnen. Aber lassen wir die mal da oben. Oh. Der hat sich auch da mal durch die Wand gemogelt. Kommen wir eigentlich darauf? Nee. Gibt's da noch Gegner irgendwie so? Also richtige? Nur Bälle erstmal. Okay. Und noch ein Leben. Ich glaube, es hackt. So, jetzt fehlt mir noch ein Tortenstück. Das hole ich mir natürlich auch noch. Als punktegeiler Junge, der ich bin. So. Da gäbe es noch einmal einen Hasen. Aber ich bin eigentlich nicht so gut im Präzisionsspringen mit dem Pogo-Stick. Also mache ich es mal wie die kleinen Mädchen. So. Boah, das war jetzt natürlich voll chauvinistisch, aber ist dann halt so. Das war mal ein echt langes Level. Da packe ich doch in diese Folge glatt noch dieses hier rein. Und speichere ich das jetzt ab? Nö. Ich werde es jetzt hier bereuen dann. Ah, Sepp kommt zu mir. Wumms. Die Pflanze wollen wir gar nicht erst berühren. Hier haben sie Torte an die Decke gehängt. Sehr schön. Und hier ein paar Schokoriegel. Die nehmen wir auch mit. Gibt es da oben denn noch was? So, geheime Schüsse. Oho. Also ich habe es tatsächlich nicht gewusst, dass da was in der Richtung zu finden war. Aber es war natürlich naheliegend. So, hoffentlich müssen wir nicht da unten durch. Scheint nicht so zu sein. Gibt es da oben Hasen oder lohnt sich das gar nicht? Es gibt einen Schuss ersetzt. Wenn ich diesen Typen noch töte, das lasse ich dann einfach mal bleiben. Keine Keycard, kein gar nichts. Die beiden können da unten mir also gestohlen. Oh, eine Schule. Ja. Muss ich jetzt alle Moobs umbringen? Scheint so. Na, das wird ein Spaß. Ach, schön. Ich freue mich. Genau, komm zu mir, mein Loch. Oder flieg weg, ist mir auch egal. Nee, nicht immer. Ja, wegfliegen ist vielleicht auch besser. Irgendwie so. Na? Aber ich kann ja hier hingehen. Da erwische ich die dann, wenn sie auf dem Boden rumlungern. Na komm, komm. Du springst doch gerne. Die sehen ein bisschen aus wie Affen, gell? Ach. Sollte mich wieder reinschicken. Oh, Kill Keen, das ist ja nett. Und sogar auf Englisch, damit ich es auch auf jeden Fall verstehe. Ja, komm hier. So, den habe ich immer noch nicht erwischt. Was, da sind noch mehr? So, jetzt habe ich selber alle. Ja, hallo? Ich hoffe, du kannst nicht lesen. Ja, wie gesagt, so groß ist der Schaden. Oh. Lassen wir das mal. Ach Mensch, ich muss doch. Es zwinge doch nicht dazu, meine Schüsse zu verschwenden.
Ah, da hat man es gesehen. So. Man kann die Schüsse aus der Luft abfangen. Kilkeen. Gibt es irgendwie Punkte hinter? Nö, nix. Nachdem ich die Lehrerin und ihre Kinder erschossen hatte. Damals. Oh. Ach, gab es noch nicht allenthalben irgendwelche Amokläufe, sodass das wahrscheinlich einfach in Ordnung gegangen ist. Hier muss man sich natürlich ausdrücklich davon distanzieren, so wie ich es jetzt auch tue. Was gibt's denn da hinten? Wahrscheinlich zwei Tortenstücke oder so. Nee, na, nein, 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 nein. Das war ärgerlich und ich habe jetzt auch noch ganz viele Schuss da verballert. Aber ich werde trotzdem noch einmal reingehen. Jetzt weiß ich ja, was mich erwartet. Jede Menge Punkte zum Beispiel. Und mit den Punkten kann ich natürlich wieder in das Level mit den Vault-Ninjas zum Auftanken gehen. Und hier könnte ich darauf bauen, dass einige Vault-Tokens einfach ins Loch fallen. Ich muss ja nicht hoch. Punkte gibt es da ja nicht. Genau, da gehe ich einfach jetzt hier hin in diese Ecke. Dann geht er dann nämlich auch runter. Ja. Ich muss ja nur an ihn vorbei. So, schön. Das ist gut gelaufen. Dreizehn Schüsse noch. Jetzt könntet ihr euch natürlich fragen, warum zähle ich nicht. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Noch 10. Noch 4, nehme ich an, ja. Hast du das jetzt mitgezählt, Sen? Ich kann die Zahlen, obwohl ich Geisteswissenschaftler bin. Dann gehe ich da oben jetzt nicht mehr lang. Auch wenn es gerade eben nur an meiner Ungeschicklichkeit gescheitert ist. Da oben gibt es sicherlich. Ja, ich weiß ja, was da oben gibt. Und 4 neue Schuss. Ich bin so fröhlich, so glücklich. Das war jetzt natürlich mal wieder riskant, weil ich mir nicht gemerkt hatte, ob da unten irgendein Loch ist. 6 Schuss, damit komme ich ganz gut zurande, glaube ich. Nochmal 4 neue. Ein Verbrauch. Oh, das ist ja. Die sind ja richtig großzügig hier. Sehr schön. Springst du auch nochmal hier so? Hüpf, hüpf, hüpf. Na, das war natürlich blöd. Oder so. Dass die sich irgendwelche Gänge graben, finde ich natürlich auch cool. Die man dann hier ihnen folgen kann. Wie so Ameisen. Kängurubeinige Ameisen. Ah. Na komm, spring hoch. Da kommen die ja durch. Ah, gut, vor der kann ich. Haha. Ach, super. Grüß dich, Gregor. Lange nicht gesehen. Das war simpel. Gucken wir mal, wie lange. Okay. Läuft jetzt da immer links. Wir können schneller laufen als die Feuerbälle. Das ist schon mal sehr gut. Genau, machen wir das doch mal so. Zack. Dann lassen wir sie nach links laufen und dann kann sie so viel feuern, wie sie möchte. Wir laufen einfach ins Ziel hinein. Jo. Ja, wenn das mal nicht ein geiles Ende für diese Episode gewesen ist, weiß ich auch nicht. Wunderbar, wir haben 3 Level geschafft. Ich freue mich riesig. Ja, kann ich nur irgendwas anderes sagen? Nein, natürlich nicht. Ich freue mich riesig, dass es so gut geklappt hat. Und natürlich auch auf die 5. Episode, in der ich hoffe, euch wieder begrüßen zu dürfen. Denn natürlich ist mir daran gelegen, dass es euch gefallen hat. Und falls ja, gebt doch einfach einen Daumen nach oben und schreibt einen netten Kommentar unter das Video, damit auch andere wissen, was es hier zu sehen gibt. Also dann, bis zur Episode 5, verbleibe ich, euer Tausendzungen. Tschüss!
Und natürlich muss ich das Video noch beenden. Super. Also, ciao.